Hallo Leute, jetzt drehe ich euch den Hohl ab. Ich habe euch ja vorhin, jetzt gerade eben, das Video hochgeladen, wo ich darüber erzähle, dass es mir heute nicht so gut geht oder ging. Ja, es ist jetzt zwar schon ein paar Stunden später, weil ich das andere Video ja erst noch bearbeiten musste und dann hat es hochgeladen und ja, dann habe ich hier noch was im Haushalt gemacht. Und jetzt drehe ich euch halt noch den Hohl ab und dann hoffe ich, dass ich dann schlafen gehe, wenn ich dann alles hier wieder weggepackt habe und ja, oder ich gehe gleich danach schlafen. Ich hoffe, dass ich schlafen kann. Wenn nicht, habe ich eben Pech gehabt. Ja, im Moment weiß ich eigentlich, ich bin im Moment immer noch traurig und ich weiß auch nicht. Ist irgendwie komisch, wenn ich dran denke, dass der morgen kommt und so. Wenn ich da dran denke, da weiß ich eigentlich. Am liebsten hätte ich jetzt eine Schlaftablette da, wo ich weiß, da schlafe ich ein oder so. Und krieg wenigstens die Nacht ein Auge zu. Obwohl ich ja von Schlaftabletten normalerweise kein Fan bin. Aber trotzdem, jetzt hätte ich gerne eine, damit ich weiß, ich kann die Nacht schlafen. So habe ich wieder Angst, ich muss die ganze Zeit am Morgen denken, was dann passiert. Und vielleicht passiert ja morgen gar nichts und dann habe ich mir umsonst die Nacht in die Ohren geschlagen. Ich weiß nicht, wenn mich was beschäftigt, dann kann ich irgendwie immer gar nicht schlafen und ja, bin ich dann am nächsten Tag, wenn ich nach so einer Nacht, wenn ich nicht schlafen konnte, bin ich dann am nächsten Tag immer, ich weiß auch nicht, da bin ich dann immer so mit den Nerven runter, dass eine Kleinigkeit reicht, um mich fertig zu machen. Oder so, um mich zu nerven. Aber gut, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gekauft habe. Wie gesagt, ich hatte wieder Gutscheine für einen Rossmann, die ich nur einlösen wollte. Und dann habe ich auch einen Gutschein eingelöst für die Rossmann-Windeln, da sich ja keiner gemeldet hat. Und heute schon der 13. ist. Aber das Video werde ich euch erst später hochladen, irgendwann. Wenn ich dann bearbeitet habe und so. Keine Ahnung. Nächste Woche oder nächstes Jahr, mal sehen. Nächstes Jahr, das hört sich an. Aber es ist ja nicht mehr lange. Dieses Jahr ist ja nicht mehr lange. Ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Außer, dass ich die restlichen Gutscheine dann halt wegschmeißen werde. Ja. Ansonsten zeige ich euch jetzt, was ich gekauft habe. Wie gesagt, ich war in Rossmann. Da ging einiges schief mit den Gutscheinen. Und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, da waren schon ein paar Mütter vor mir da und haben die Gutscheine eingelöst. Auf jeden Fall war in den Rossmann auch eine Mutter und die hatte auch dieselben Gutscheine wie ich und die war auch dabei, die Produkte zu suchen. Und ja, ich hatte so den Eindruck, der Rossmann war schon so ziemlich abgegrast, was jetzt Babyartikel angeht. Ich war in den größeren Rossmann von uns, das heißt, ich bin durch die halbe Stadt. Und ja, ich war dann auch fertig, so dass ich nicht nochmal in unserem kleinen Rossmann bin, weil dann hätte ich wieder durch die halbe Stadt gemusst, in die andere Ecke. Und das wollte ich dann auch nicht, weil nachher hätte ich die restlichen Produkte gar nicht gekriegt und hätte ich mich dann auch geärgert. Aber rein theoretisch hätte ich das ja auch gar nicht gebraucht. Ich hätte nur gerne die Nuxsauger noch gehabt, also damit ich da noch die Gutscheine einlöse, weil die Nuxsauger, die brauche ich ja sowieso für meine Flaschen, weil die für eBay herstelle. Aber es war ja noch nicht, und so habe ich nur noch zwei gekriegt und
Ja, der Rest an Gutschein verfällt jetzt halt. Weil die Frau hat auch gesagt an der Kasse, sie kriegen erst wieder Montag eine neue Lieferung und da ist ja der Gutschein schon verfallen. Dann gibt's wieder mal Probleme auf eBay. Ich hatte ja ein paar Gutscheine verkauft. Das Dumme war nur, die haben irgendwie ihre Adresse, also die sind irgendwie umgezogen, haben vergessen, das auf eBay zu ändern, die Adresse. Das wusste ich natürlich nicht und habe dann die alte Adresse, was ist passiert? Die Gutscheine kamen zurück. Dann habe ich die vor gut einer Woche angeschrieben. Sie möchten mir doch bitte ihre neue Adresse mitteilen. Auf jeden Fall, Fakt ist, die Gutscheine laufen jetzt auch ab. Das heißt, wenn ich die heute losschicke, sind sie vielleicht, wenn ich Glück habe, an Tag, wenn sie verfallen bei den Leuten. Wenn ich Pech habe, sind sie verfallen und dann hat ja derjenige auch nichts mehr davon. Naja, ich werde mir jetzt anbieten, dass ich Ihnen andere Gutscheine zuschicke, weil von Gutscheinen, die verfallen sind, hat er ja dann auch nicht. Ich hoffe, er geht darauf ein, wenn ich muss ihm halt das Geld wieder überweisen. Also, von daher, das ist auch nicht so prickelnd. Aber nun gut, ist nun mal dumm gelaufen. Aber nichts zu ändern zu meinen Einkäufen. Also, zuerst habe ich hier einen Pulli von Edeka, weil ich war hinterher noch in Edeka. Ja, eigentlich habe ich nach Huggi-Windeln geguckt, aber die gab es da leider auch nicht. Und so habe ich halt die Eigenmarke an Windeln von Edeka mitgenommen und halt das Babypuder, weil ich dummerweise. Eigentlich wollte ich von den ganzen Eigenmarken an Drogerien wollte ich eigentlich mal das Puder testen. Weil, von DM das Puder sagt mir doch nicht gut für meine Haare geht und so. Aber vom Geruch her sagt mir halt das Puder nicht so gut. Und da habe ich halt jetzt das Edeka Puder mal mitgenommen. Ich habe auch dran gerochen schon mal. Ich finde, das riecht schon mal besser, wenn es dann auch noch so toll riecht. Bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden damit. Ja, und bei Lea tut sie auch in die Windeln, damit sie eigentlich schön riecht. Aber wie gesagt, das von DM sagt, wenn ich tue, das tut er. Vom Geruch her. Ansonsten für meine Haare und so passt das schon. Eigentlich. Aber ja, wenn dieses Puder auch nachher noch so riecht, wie es jetzt durch die Öffnung riecht, ist es eigentlich toll. Das riecht so nach Creme. Ja, nach irgendwo so nach Creme. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Nivea ist. Oder nach irgendwo so nach Gesichtscreme riecht. Auf jeden Fall, wie gesagt. Mein Ersteindruck ist schon mal schön positiv. Hat ein paar Cent, glaube ich, gekostet. Weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau. Dann hatte ich hier auch Brief von Nuck für die Sachen zum Reinigen. Hatte ich hier. Davon hatte ich eigentlich auch 4 Gutscheine. Ich habe jetzt aber nur einen eingelöst, weil ich dachte, es ist ja auch albern, die Sachen zu kaufen, und dafür Geld auszugeben und dann in Wirklichkeit braucht man es ja doch nicht. Und ja, habe ich erstmal einen Gutschein eingelöst und ja, wenn's was ist, kann ich es mir ja dann wieder nachkaufen. Wenn es nichts ist, habe ich wenigstens gespart. So, dann habe ich hier, wie gesagt, einmal einen Gutschein für die Nuck-Sauge gehabt. Ja, wie gesagt, Gutscheine hatte ich eigentlich 4 für diese Nuck-Sauge, für diese Größe M2. Aber leider war nur noch hier diese Verpackung da. Und die anderen konnte ich ja nicht nehmen, konnte ich schon nehmen, aber da hätte ich ja wieder den vollen Preis bezahlen müssen und das wollte ich nicht.
Da habe ich eben nur einmal mitgenommen. Ja. Dann bin ja jetzt mit meinem Windeltest 2 fertig. Also das Video werde ich die Tage drehen. Wenn ich mal Lust habe, im Moment habe ich dazu keine Lust. Habe ich jetzt für meinen Windeltest 3 jetzt hier dieses Weiherpackung gekauft. Da habe ich zwar dann keine Windel, die ich den Babys anziehen kann. Weil es sind ja nur 2 drin und da kann ich ja nur, wie gesagt, die Saugstärke einmal ohne Creme ausprobieren und einmal mit Creme und da habe ich keine mehr zum Anziehen. Aber ich schätze mal, dass das Motiv dasselbe sein wird wie auf der Größe 2 und von daher wird das nicht so schlimm sein. Es geht ja hauptsächlich um die Saugstärke oder so. Weil ich will nicht jedes Mal die vollen Packungen kaufen, weil ja, die stehen dann eh nur hier rum und ja, nehmen Platz weg. Mein halber Keller ist schon voller Windeln und das ist ja auch nicht. Weil wann sollen die denn mal leer werden? Das ist ja dann auch. Und wie gesagt, jedes Mal sinnlos Geld dafür auszugeben, ist ja auch nicht. Weil im Moment brauche ich ja nun mal nicht und habe ich ja, darauf hatte ich auch einen Gutschein. Eigentlich auch 4, aber ich habe nur 3-mal mitgenommen. Die eine Packung steht jetzt in der Küche und 2 habe ich hier. Ja, ich konnte deshalb nur 3 mitnehmen, weil nur noch 3 da waren. Ansonsten hätte ich 4 mitgenommen, weil das ist ja Fenchel-Tee. Ab der ersten Woche bei Bedarf. Kann man ab der ersten Woche dem Baby geben? Bei Bedarf. Wenn denn da Bedarf besteht. Ich finde, Fenchel-Tee kann man allgemein immer da haben. Von daher. Bei solchen Sachen habe ich kein Problem, das auf Vorrat zu kaufen. Weil, wie gesagt, es ist ja eine Weile haltbar und Fenchel-Tee kann man nicht genug haben. Oder Tee allgemein. Gut, ich bin jetzt nicht der Teetrinker und Fenchel-Tee ist ja streng genommen auch ein medizinischer Tee streng genommen. Deshalb sollte man davon auch nicht so viel nehmen, weil es halt streng genommen Medizin ist. Also streng genommen. Habe ich mal in irgendeiner Elternzeitschrift gelesen. Da ging es um ein Kind, was immer nur Fenchel-Tee halt trinken wollte und hat die Mutter halt gefragt, ob das so gut ist oder eher nicht. Und da haben die dann geschrieben, dass da streng genommen Fenchel-Tee als Medizintee gilt und deshalb ist das nicht anzuraten, sich ausschließlich nur Fenchel-Tee zu trinken. Also 24 Stunden nur Fenchel-Tee ist nicht anzuraten, wenn man nicht krank ist oder so. Aber so eine Tasse oder so am Tag wird niemand umbringen. Allgemein wird niemand von Fenchel-Tee sterben oder so. Ich wollte das nur mal erwähnt haben, dass das streng genommen als Medizintee gilt. Aber wie gesagt, das ist hier haltbar bis Ende 2014. Bis März oder so, ja. Also, ich denke mal, bis dahin wird es auf jeden Fall leer. Und es heißt ja immer Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt ja nicht, dass es genau an den Tag kaputt geht oder so. Nicht mehr genießbar ist. Das ist ja allgemein auch nur für die Geschäfte mehr. Und ja. Und dann, okay, davon habe ich 3-mal gekauft hier. Stelle ich mal hierher, damit ich nicht durcheinander komme. Und dann habe ich, da hatte ich jetzt keinen Gutschein drauf, dann habe ich mir Lilliput gekauft. Das hatte ja hier diese, der Kanal Baby Team 96 vorgestellt.
Und er hat gesagt, damit kann man gut die Haare durchkämmen. Und ich habe allgemein immer da Schwierigkeiten, weil ich denke mal, ich habe mir die Haare durch Färben kaputt gemacht. Weil ich kriege die genau durch bis hier zu dieser Haarfärbung. Ab der Haarfärbung habe ich übel Probleme, vor allem hier hinten auf der einen Seite. Von den Spitzen mal ganz zu schweigen. Und ich habe mir heute so ein Blümchen gekauft für Kinder. Und ich bin davon eigentlich auch sehr begeistert, weil, wie gesagt, ich habe jetzt weniger Schwierigkeiten, aber ich wollte ganz gerne hier diese auch mal ausprobieren. Und da ich ja nicht weiß, wann ich das nächste Mal in Rossmann gehe, habe ich gedacht, ich nehme es mal mit. Wie gesagt, eigentlich brauche ich kein Haarshampoo, aber man kann ja nie wissen. Wie gesagt, es ist ja eine Weile haltbar und ich werde auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das was für mein widerspenstiges Haar ist. Ja. Und dann habe ich, wie gesagt, eine Packung Neugeborenenbindeln gekauft, weil ich da einen Gutschein hatte. Es war nur noch eine Packung da. Sonst hätte ich natürlich alle vier eingelöst und ja, hätte die dann irgendwie verschenkt und eine Packung behalten oder so. Keine Ahnung. Ja. Nicht weiter wegbewegen, kennt ihr ja. Dann habe ich mir noch, da hatte ich auch Gutscheine drauf, davon hatte ich auch Gutscheine und zwar auf diese Früchte, Krebig. Gläser, da hatte ich vier Gutscheine, also auf einen Gutschein musste ich die zwei kaufen. Eigentlich wollte ich alle vier einlösen, aber irgendwie habe ich mich verzählt und da waren es am Ende dann doch nur drei Gutscheine. Naja, reicht ja auch erstmal, weil ich esse das manchmal ganz gerne. Hört sich vielleicht albern an, eine erwachsene Frau. Ich Babybrei. Aber ich bin ja nicht die Einzige, die das macht. Ich muss nur gerade daran denken. Wo ich schon alleine gewohnt habe. Mit 18, 19. Da hatte ich ja immer noch eine Betreuung von Heim aus. Und das hat mal gewechselt. Und auf jeden Fall hatte ich dann eine neue Betreuerin von Heim aus, die Mama nach mir geschaut hat. Und da gab es halt in meiner Wohnung gab es dann halt diesen Wechsel halt ganz amtlich. Da wird erzählt, wer ich bin und so bla bla bla. Auf jeden Fall hatte ich da in meiner Küche dann auch die ganze Küchenablage, hatte ich damals mit Babybrei voll stehen. Und da fragte mich dann nur meine damalige Betreuerin, die dann meine neue Betreuerin geworden ist, die ich dann behalten habe, bis ich so 20 war oder so. Ist ja auch dahingestellt. Aha. Da hat sie nur gesagt, und isst du auch was anderes außer Babybrei? Oder füllst du dir dein Essen in die Babygläser? Und da habe ich nur gelacht und habe nur gesagt, naja, ich esse auch schon noch was anderes. Und da hat sie nur erzählt, dass es im Heim bei ihr auch ein Mädchen gibt, was gerne Babybrei isst und dass sie ihr ab und zu mal ein Gläschen mitbringt. Und von daher bin ich ja nicht die Einzige. Obwohl ich sagen muss, diese Früchtegläser schmecken mir besser wie jetzt diese Gläser, die man warm machen kann. Klar. Es ist ja da auch kein Gewürz dran an diesen anderen Gläsern. Klar, man kann sich würzen. Aber das kann schnell in die Hose gehen. Habe ich alles schon ausprobiert. Und von daher, das habe ich mir zum Essen gekauft. Aber keine Angst, also ich ernähre mich jetzt nicht nur davon. Ja, ich glaube, sonst würde ich anders aussehen, wenn ich nur Babygläser essen würde. Auf jeden Fall habe ich mir da unterschiedliche Gläser gekauft, mit unterschiedlichen Früchten. Also ich habe jetzt nur die Früchtegutscheine eingelöst, die anderen habe ich dort gelassen. Ja, oder beziehungsweise hier gelassen, weil ich ja immer noch gehofft habe, dass sich vielleicht jemand meldet, aber
Gut, am 23., ja, am 13. ist das ja nur auch unwahrscheinlich, weil ich dachte nur noch bis zu 15. Halbbar. Dann habe ich mir hier diese Birne und Pflaume noch mitgenommen. Und dann habe ich mir noch einmal hier mit Bananen und so mitgenommen. Und dann nur noch mal mit Birne. Wie gesagt, eigentlich hätte ich noch zwei mitnehmen können. Ich hätte mich im Endeffekt auch ein bisschen. Aber ich habe bei der Karte eh den ganzen Verkehr aufgehalten, weil jetzt kommt das Eigentliche, warum ich dann auch schlecht draufgekommen bin. Oder was auch ein Grund war. Erst habe ich den ganzen Verkehr aufgehalten, weil die Gutscheine irgendwie nicht gingen. Und dann hatte ich mich hier bei diesen Feuchttüchern, da hatte ich eigentlich Gutscheine, aber jetzt kommt ein ganz großes Aber. Für das Viererpack. Und das habe ich irgendwie überlesen. Und da ich auch nur die gefunden habe, wahrscheinlich waren die Viererpacks auch leer. Auf jeden Fall habe ich nur die gefunden. Und da dachte ich, das wären die, weil ich das irgendwie überlesen hatte. Und ich hatte ja vier Gutscheine. Also habe ich mir viermal die Zweierpacks geholt. Obwohl, die Gutscheine waren aber auf die Viererpack. Nur habe ich natürlich ganz, wie gesagt, erst gingen die Gutscheine nicht, die gesamten Gutscheine gingen erst nicht. Nur auf einmal gingen sie, bis auf die für diese Feuchtbücher. Bis wir dann dahinter gestiegen sind, dass ich die Zweierpacks habe und nicht die Viererpacks. Naja, eigentlich hätte ich ja sagen können, da lasse ich die Dinger da. Weil eigentlich, aber erstens wollte ich sie nur ausprobieren und zweitens wollte ich sie ja nur kaufen, weil ich die Gutscheine nicht verfallen lassen wollte und weil man Feuchttücher kann man ja nicht genug haben. Also die fressen ja kein Brot. Und in letzter Zeit habe ich eh so einen Verschleif an Feuchttüchern. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie habe ich einen Eindruck, jemand isst die Dinger. Auf jeden Fall sind die jedes Mal leer, wenn ich welche brauche. Und ja, naja, auf jeden Fall, aber mir war schon peinlich, dass ich den ganzen Verkehr aufgehalten habe. Und mir war das dann auch alles zu blöd und zu stressig, deshalb habe ich auch nichts gesagt. Erstens, ich hatte die schon eingepackt, da hätte ich nochmal alles auspacken müssen. Unten aus dem Kinderwagenkorb da. Und hätte dann sagen können, nö, dann nehme ich die nicht mit und es wäre ja auch peinlich gewesen. Gut, es hat mich jetzt nicht umgebracht, die haben jetzt nicht die Welt gekostet, aber mich hat schon geärgert, dass ich nicht richtig geguckt habe oder so. Aber wie gesagt, ich habe ja nur die Zweierbox gefunden. Die Viererbox waren wahrscheinlich ausverkauft. So wie bei fast allen Produkten, die ich haben wollte. Weil eigentlich hätte ich auch noch auf Nuckflaschen, aber nur auf eine bestimmte Sorte hätte ich auch noch Gutscheine gehabt. Vier Stück. Für vier Nuckflaschen halt. Aber die waren auch leer. Also, wie gesagt, dieser Rossmann-Einkauf war nicht von Erfolg gekrönt, weil ich nicht bekommen habe, was ich wollte. Oder nur die Hälfte bekommen habe. Also dafür hat sich der weite Weg nicht gelohnt. Naja, und bevor ich nächstes Mal in den großen Rossmann gehe, werde ich mich halt nächstes Mal doch in den kleinen quetschen. Und wer da erstmal gucken. Also ich war ja wie gesagt in Edeka und da habe ich hier noch diese Größe 3, diese Eigenmarke von Edeka gekauft. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, da standen zweimal die 3, also zweimal die 3 standen nebeneinander. Hier das eine war gelb und das andere war orange. Und es stand aber überall. Also stand überall dasselbe drauf und es war halt dieselbe Stückzahl. Nun frage ich mich natürlich, ob von der 3 zwei unterschiedliche gibt oder ob es da überhaupt keinen Unterschied gibt und die haben da die Verpackung geändert. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall hat mich das ein bisschen irritiert. Aber da ich ja schon so viel eingekauft hatte, Fakt, also die Wickeltasche war schon voll und der Einkaufskorb war schon voll von Kinderwaren, so dass ich die andere Packung nicht mitnehmen konnte.
Und da habe ich jetzt nur eine mitgenommen. Aber ich glaube, da ist auch überhaupt kein Unterschied. Bis auf, dass die andere Person orange war. Und ansonsten stand da auch auf der anderen Packung, stand auch neu. Aber ich weiß nicht, ob da extra dünn drauf stand oder nicht. Naja. Ich kann ja erstmal die testen. Die kann ich ja erstmal mit in meinen Dreier-Test mit reinnehmen. Und ja, nächstes Jahr vielleicht, wenn ich mal wieder in Edeka komme. Vielleicht dann das andere Dreierpack noch nehmen, wenn es da überhaupt einen Unterschied gibt, kann ja wirklich sein, die haben nur die Verpackung geändert. Und das andere waren alte Windeln oder so. Keine Ahnung, aber stand auf der anderen Packung, stand auch neu drauf. Aber es war auch die 3. Und das hat mich nur irritiert, warum es zweimal die 3 gibt, obwohl es keinen Unterschied gab, jedenfalls kein sichtbaren. Und auf der Verpackung hier, wo die Größen stehen, ist auch nicht erwähnt, dass es zwei Packungen gibt. Ist nur erwähnt, dass es halt 4 und 5 gibt. Aber ich dachte, ich habe noch eine 6 gesehen. Aber das weiß ich jetzt nicht 100%. Muss ich nächstes Jahr nochmal gucken, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Jo, dann war ich, wie gesagt, das war auch schon mein ganzer Drogeriehol, kommt mir so wenig vor. Naja, auf jeden Fall war es das jetzt hier anscheinend. Und dann war ich natürlich noch in C&A. Jetzt werdet ihr gleich denken, nein, warum kauft die denn schon wieder die Sachen? Ich denke, die will ausmisten, ich denke, die hat keinen Stauraum. Das werdet ihr jetzt gleich denken. Dann war ich natürlich in C&A. Und was habe ich geshoppt? Natürlich habe ich Kinderklamotten geschoben. Weil ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte wieder was Neues haben. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall habe ich mir hier diese schöne Jacke. Also nicht mir, sondern Lea. Für Lea. Ich weiß nicht, ich nehme an, das ist eigentlich mehr für Jungs, denke ich mal. Aber ich finde, das kann ein Mädchen anziehen. Und das finde ich gerade jetzt für die Jahreszeit auch schön. Und gerade, ich bin ja eigentlich ein totaler Winnie Pooh-Fan. Und ich finde fast ein bisschen traurig, dass ich so alt für Winnie Pooh bin. Aber wie gesagt, habe ich mir einmal hier dies gekauft und jetzt fallen mir gerade zum ersten Mal diese Ohren auf. Oh, das ist ja wirklich toll. Ja, wie gesagt, das hat jetzt 15 Euro gekostet und ist die Größe 56. Wie gesagt, ja, die gibt es irgendwie erst ab 56. Aber ist ja logisch, wenn die Kinder unter der Jacke noch was anhaben, wird ja dann enger, also. Und dadurch ist es schon sinnvoll. Also, wie gesagt, finde ich sehr hübsch. Schön aussammeln. Wie gesagt, ich hätte noch mehr kaufen können. Und dann wollte ich eigentlich, sondern Windeln, so Mullwindel, wollte ich eigentlich kaufen. Wo ich in Rossmann bin. Aber mir ist aufgefallen, dass es, die sind alle kickelbunt. Obwohl man für neugeborene Babys Windeln, soll man eigentlich nur weiße nehmen, weil die kleinen Mäuse können ja noch nicht gut gucken. Und wenn man dann so eine bunte Mullwindel hat, dann haben die Streuselfernsehen und das ist nicht schön. Deshalb soll man nur weiße Mullwindeln kaufen. Also Stoffwindeln praktisch. Stoffwindeln. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind die alle bunt. Also da gab es eine Verpackung mit zwei Mull, also Stoffwindeln oder Mullwindeln. Und da war eine war weiß. Und so wie ich das sehen konnte, kann natürlich sein, da war auch ein Motiv drauf. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall war da eine weiße drin und eine grüne. Für 4 Euro noch was. Und da dachte ich mir nur, toll. Warum gibt's nicht nur weiße? Warum gibt's denn nicht nur weiße, habe ich mir so gedacht.
Warum muss denn heute da alles klickelbunt sein? Zumal es ja gar nicht so gut ist für die Kinder, wenn alles so klickelbunt ist. Also es wird einem ja geraten, dass man weiße Mullwindel nimmt. Jedenfalls für einen Anfang. Später dann, wenn die richtig sehen können, kann man abunde nehmen, wenn es einem denn gefällt. Und auch hier diese anderen, diese, ich weiß nicht, wie die heißen, die so wasserdicht sind, die soll man ja auch im Weiß nehmen. Die gab es komischerweise in Weiß. Aber keine Mullwindeln oder so. Da gab es immer nur eine und das andere war kickelbunt. Oder es gab Packungen, wo nur kickelbunte drin waren. Also das hat mich auf jeden Fall aufgeregt und auch ein bisschen erschrocken, dass es noch nicht mal so was Einfaches gibt. Aber ich glaube, in Müller gibt es ganz einfache Stoffwindeln beziehungsweise Mullwindeln. Muss ich nächstes Jahr mal gucken. Wenn ich am 2. wieder in der Stadt bin. Weil ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr nochmal in die Stadt fahre. Das hört sich an. Aber es ist ja nicht mehr so lange. Und ich hätte jetzt keinen Grund, nochmal in die Stadt zu fahren. Naja, auf jeden Fall. Mach ich jetzt hier mal weiter. Dann habe ich noch diesen Schrambler gekauft. Ich glaube, der ist auch eigentlich mehr für Jungs, aber ich fand den so schön und ich finde, das kann an Mädchen anziehen. Ich kann mir da gut meine Lea drin vorstellen. Ja, der hat jetzt 9 Euro gekostet und ist die Größe 5. Auch 9 Euro. Wie gesagt, nochmal dieses Teil gekauft. Was ich auch sehr niedlich fand. Wie gesagt, ich hätte noch mehr kaufen können, aber irgendwie, ja. Kann man ja nicht nur kaufen. Wie gesagt, eigentlich habe ich genug und ich habe eh keinen Überblick mehr drüber. Und ja. Sparen will ich eigentlich sparen. Naja. Ach ja. Und dann kam heute, ich habe mir ja bei eBay neue Flaschen ersteichert, damit ich wieder neue herstellen kann für eBay. Und da kamen heute die Flaschen an und zwar habe ich welche ersteichert. Mit diesem Verschluss, was ich euch neulich gezeigt habe. Habe ich diese hier ersteichert. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil ich habe einfach auf alle möglichen Flaschen gesteichert. In der Hoffnung, ich kriege günstig welche. Und zwar, da kam heute die hier an. Mit diesem super Verschluss, wo man das hier auch, wo man hier auch einhängen kann. Wo ich euch ja gesagt habe, dass ich diese Flaschen mit diesem Verschluss toll finde und auch zum Einhängen. Und zu meiner Überraschung scheinen die großen Flaschen auch von Baby Love zu sein. Das heißt, ich muss wirklich mal in DM nächstes Jahr gucken, ob es die immer noch gibt mit dem Verschluss zum Einhängen. Weil ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten mal geguckt und da gab es nur diese mit diesem anderen Verschluss, wo der Verschluss war, ist, aber wo das zu ist, wo kein Loch ist. Und ja, da gab es nur die. Aber vielleicht habe ich ja auch nicht richtig geschaut und die gibt's noch. Mit so einem Verschluss muss ich auf jeden Fall mal gucken. Was heißt, muss ich gucken? Ich brauche ja eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich ja nicht. Ich würde ja nur kaufen, weil ich den Verschluss toll finde. Und weil man die Flaschen halt einhängen kann. Und ja, am liebsten würde ich die, also ich habe noch, es sind noch mehr von dieser Sorte. Am liebsten würde ich die ja behalten, weil ich die so toll finde, weil ich den Verschluss so toll finde. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich Glasflaschen besser finde. Und ich würde bei meinem eigenen Kind nur Glasflaschen nehmen. Das heißt, das würde mir gar nichts nützen.
Dieser tolle Verschluss. Es sei denn, dieser Verschluss hier oben, dieses Plastikteil, es sei denn, es gibt von Baby Lör Glasflaschen, was ich jetzt nicht weiß. Und die sind einheitlich und ich könnte diesen Plastikring auf meine Glasflasche schrauben. Dann würde es mir was nützen. Aber ansonsten, weil ich würde nur Glasflaschen benutzen. Ich finde das einfach besser. Weil, ich weiß auch nicht. Ich finde das einfach besser. Klar, für unterwegs ist wieder so eine Plastikflasche leichter wie eine Glasflasche. Weil eine Glasflasche wiegt ja schon leer. Viel mehr wie eine Plastikflasche und voll ja erst recht. Also ich glaube, ich würde dann nur für unterwegs Plastikflaschen nehmen und daheim Glasflaschen. Also ich glaube, ich hätte 2, 3 kleine für unterwegs Flaschen. Plastik aus Plastik. Und ansonsten hätte ich Glasflaschen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Glasflaschen, die ich immer zufälligerweise mit in so ein Set ersteigert habe. Aber vielleicht tue ich ja meine Meinung mal ändern und ja. Wie gesagt, ich finde die gerade schön mit diesen Bienen drauf und das. Ja. Aber eigentlich finde ich Glasflaschen besser fürs Baby. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch und so nach dem Motto, ah, Plastik ist nicht gut, wir haben alle schon genug Plastik im Körper. Haben sie ja mal gebracht, dass man alle schon, dass deshalb auch die Leichen langsamer verwesen, weil wir alle schon Plastik in unserem Körper haben durch Plastikflaschen, durch, ja. Plastikbecher, keine Ahnung, mit was man täglich in Berührung kommt, was aus Plastik ist. Und ja, ich glaube, ich bin deshalb so auf Glasflaschen aus, weil ich denke, aber ich finde halt, dass Plastikflaschen immer so schön aussehen und Glasflaschen, ich weiß auch nicht, die sehen immer so aus, ja, so 0815 oder so. Die sehen halt aus wie früher. Als hätte man da nie das, was verändert oder so an den Motiven. Jedenfalls finde ich das, aber kann nur Einbildung sein. Aber wie gesagt, diese tollen Flaschen kamen an. Wie gesagt, die werde ich die Tage machen und dann irgendwann schweren Herzens auf eBay reinstellen. Wie gesagt, ich habe auch schon eine Menge Flaschen fertig. Aber ich weiß eigentlich, ich habe im Moment keine Lust, Sachen reinzustellen. Und jetzt geht mir eh gerade scheiße und ja, habe ich eh keinen Bock, irgendwas zu machen. Aber ja, Blödsinn. Na gut, das war jetzt wieder viel Gelaber. Mal sehen, wie lange das Video dann ist, wenn ich bearbeitet habe. Das war's dann erstmal wieder von mir für euch, für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.